Lieben und willkommen zu einem Urlaubsvlog von mir. Ich habe mir überlegt, ich werde euch mal die kommenden Tage mitnehmen, denn ich bin ab morgen früh für ein paar Tage in Griechenland, um genau zu sein, auf Chalkidiki, auf dieser Halbinsel. Und ich brauche einfach mal ein paar Tage Auszeit von meinem Alltag, der im Moment echt ein bisschen sehr hart am Limit ist. Und ich fliege jetzt gleich mit meiner Freundin Ellie. Und wir haben es gerade 9 Uhr abends. Wundert euch nicht, dass ich total runtergekommen aussehe. Aber ich hatte die letzten Tage so ein bisschen Stress, weil ich war ja ganz normal arbeiten und musste halt immer alles nach Feierabend erledigen. So denn auch heute. Und wie gesagt, wir haben es gerade 9 Uhr. Und ich fahre jetzt schon mal zu Ellie und werde bei ihr in Anführungszeichen nächtigen. Denn es geht heute Nacht um 2 Uhr los Richtung Flughafen. Und ich habe halt überlegt, dass ich den Abend dann bei ihr verbringe, denn mein Freund ist halt zu Hause und er fliegt nicht mit der Arme. Und da muss ich ihn ja nicht mitten in der Nacht irgendwie wecken mit, keine Ahnung, Kasala in der Bude. Ja, was soll ich großartig noch erzählen zum Beginn? Eigentlich nicht viel. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich war noch nie auf Chalkidiki. Es ist das erste Mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein super, super schönes Hotel haben. Und ich freue mich auf Sonne, Strand und gutes Essen und Getränke und einfach ein bisschen Chilltime, Zeit für mich, Zeit für uns. Und hoffe, ich kriege einen schönen Vlog zusammengebastelt. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Schnitt wieder. Bis gleich. Hallo meine Lieben, wir sind eben angekommen vor circa 10 Minuten und kamen in diesem wunderschönen Hotel an, das auf dem Berg gelegen ist. Und ich sehe immer noch ein bisschen aus wie ausgekaut und ausgespuckt, aber das wird sich gleich ändern. Wollt ihr mal Ellie sehen? Ganz kurz. Hallo. Auf jeden Fall, wir haben eben gefragt, ob wir ein Upgrade kriegen für unser Zimmer. Und zwar, dass wir einen Meerblick haben. Das war vorher eigentlich nicht geplant und ich hoffe, das funktioniert. Und wir hatten eben einen leckeren Welcome Drink und ich muss euch einmal diese wunderschöne Aussicht zeigen. Guck mal, wie schön. Das Hotel ist auf dem Berg gelegen. Und das ist jetzt die Poollandschaft. Also der erste Eindruck war mega, mega erfreulich. Wir sind ausgerastet, als wir angekommen sind und der Drink war total lecker. Und wir sind jetzt erstmal super gespannt auf unser Zimmer. Guten Morgen zusammen. Nimmt's auf? Es nimmt auf. Wir sind gerade in der Innenstadt von Pevkohori, so heißt der Ort, wo wir Urlaub machen. Und jetzt scheint zwar gerade die Sonne, aber heute wurde gemeldet, ich bin nicht umsonst in Lederjacke, heute wurde gemeldet, dass es nicht so schön wird vom Wetter her. Und deswegen haben wir zwei uns heute einen Roller gemietet. Und mit dem sind wir jetzt gerade runter in die Stadt gefahren und klabummeln hier so ein bisschen durch die Geschäfte. Denn es gibt, glaube ich, noch eine Menge zu entdecken hier auf Chalkidiki. Und das werden wir heute bei dem, ja, ich sage jetzt mal nicht so schön Wetter, es ist recht, so. Es ist recht bewölkt und deswegen nutzen wir die Zeit und klabummeln jetzt ein bisschen durch die Geschäfte und werden die Insel erkunden. Guck mal, da ist eine ganz kleine Bucht. Ja. Hi! Wir sind gerade am Strand von Chalkidiki. Ganz genau. Der Ort heißt, glaube ich, Paluri. Und das ist der zweite Strand, den wir heute sehen. Aber irgendwie ist hier noch nichts so richtig auf. Und wir haben total Lust auf ein Frappé. Aber hier ist nichts. Wir müssen gucken, wo wir den jetzt herkriegen. Wir sind ja mit dem Roller hergefahren, den wir uns ja gemietet hatten. Und haben den jetzt stehen gelassen und laufen so ein bisschen den Strand ab, den ihr bestimmt sehen wollt. Sollen wir mal zeigen. Wir zeigen euch den Strand. So, der Typ mit den Berlinern rennt uns jetzt hinterher. Weil wir keine gekauft haben. Ja, und wir sind die einzigen, das heißt, wir müssen welche kaufen, sonst ist sein Tagesgeschäft am Arsch. Ja, hier geht ein bisschen was, aber es sind wirklich kaum Leute hier. Wir haben uns gerade die Schuhe ausgezogen und laufen ein bisschen am Strand entlang. Call it magic, call it true.
Wir sind zurück von der Motorrad, von der Moped-Tour, haben uns den Arsch abgefroren, weil es so kalt war. Man wird es gar nicht meinen, denn die Sonne knallt jetzt wieder ohne Ende. Ich zeige euch mal unser heißes Ride, mit dem wir durch die Gegend gedüst sind. Da ist das Schrottding, wo die Tankanzeige kaputt ist. Wir haben eben für 2 Euro nachgetankt, weil wir gedacht haben, wir gehen drauf und bleiben stehen. Das ist übrigens, hier oben haben wir unser Zimmer und man geht quasi immer den Weg hier runter zum Hotel. Und ich zeige euch jetzt mal bei dieser Gelegenheit die Pool Area. Kommt hier um die Bude herum und hier hinten ist die Pool Area. Und hier sind wir gestern schon ein bisschen ausgeflippt, denn als wir angekommen sind, durften wir einen schönen Welcome Drink an dieser Bar genießen. Ups, und jetzt schaut euch das mal an, wie schön das ist. Das Alia Palace Hotel ist so auf dem Berg gelegen und man hat voll den geilen Ausblick. Ist das nicht schön? Und jetzt, wo die Sonne wieder draußen ist, natürlich umso geiler. Ein Träumchen. Morgen, Elli. Morgen. Wir haben uns gestern schön beim Karaoke verausgabt, bis zum geht nicht mehr. Elli ganz besonders. Und ein bisschen verkatert wandern wir jetzt runter zum Frühstücksbuffet. Und ein bisschen. Wir wandern jetzt runter zum Frühstücksbuffet und das Wetter scheint heute viel, viel besser zu sein als gestern. Wir hoffen auf einen wunderschönen Strandtag. Hallo zusammen. Wir sind heute die Insel ein wenig weiter abgefahren und sind jetzt nochmal, ich glaube, 2 Orte weitergefahren nach Polichrono und sind sehr, sehr, sehr begeistert hier von der Promenade und dem Strand. Ich zeige euch mal den Strand. Wir sind gerade in so ein super, super schönes Café gesetzt, natürlich typisch in blau-weiß gehalten. Es ist noch sehr wenig los, aber es ist total schön hier. Ich zeige euch mal, wo wir gerade sind. Hier sind wir. Das ist das Ort, wo wir unser Hotel haben. In den letzten Tagen haben wir hier die komplette Tour gemacht nach Neas Kioni. Das sind insgesamt, ich glaube, weiß ich nicht, 30 Kilometer gewesen. Und heute sind wir von Pevkohori nach Polichrono gefahren mit unserem Superroller. Und vielleicht machen wir nochmal Halt an diesem, wie heißt der Strand? Xaniotis Beach, an dem sind wir eben vorbeigefahren. Aber wir haben auf jeden Fall dank dem Scooter schon ein bisschen was gesehen hier von Cassandra. Moinsen, wir hängen gerade bei Christoph Bikes, weil unser Megagerät voll das Öl und Benzin verliert. Und gestern haben wir schon die... gestern durften wir schon schön den Berg wieder runterschieben zur nächsten Tankstelle, weil wir stehen geblieben sind. Und jetzt darf der gute Herr, heute ist der letzte Tag, aber wir wollen natürlich auf den Roller nicht verzichten.
Und wir warten jetzt, dass wir ein repariertes Bike wieder zurückkriegen oder vielleicht tauscht uns das auch aus jetzt für den das Tag. Das ging genauso heute Morgen. Guten Morgen. Der Roller, der geht nicht mehr. Machst du checken? Und dann ab dafür. Jo. So, richtig Kölsch. Verstehst du? Ja. Meinst du, das war peinlich gestern, ey? Wie die Beach Babes mit dem Berg hochgefahren, an allen Leuten vorbei und 5 Minuten später kamen wir angerollt wieder zurück. Und haben die nächste Tag. Ja, Kali tschüss da, ey. Scheiße. Aber wir lassen uns den Tag nicht vermiesen. Wir werden heute ganz, ganz viel Sonne tanken, denn das Wetter ist mega gut und es ist super heiß. Und wir werden auf jeden Fall das Beste aus dem letzten Tag machen. Eine Woche ging um wie nix. Wirklich, wie nix. Ich küsse schon zum dritten Mal. Die Woche ging so schnell um. Aber wir nehmen euch noch ein bisschen mit am letzten Tag. Boah, wie viele sind denn das? Wir wollen den Schluss gerade zum zweiten Mal drehen, weil der erste total bescheuert war. Und jetzt sind wir noch besser drauf, weil wir gerade gemerkt haben, dass wir hunderte von Euros an der Bar versoffen haben. Wir haben nämlich eben noch, ja, wir müssen noch die Endrechnung bezahlen. Was meinst du, wie viel es ist? Oh ja, 30, 75! Verdammt! Ja, und so geht das hier, glaube ich, Abend für Abend im Moment. Aber hey, genau, es hat sich wirklich, wirklich gelohnt. Und wir haben uns einen wunderschönen letzten Tag gemacht in Pescohori und jetzt heißt es leider Koffer packen, ein bisschen Glotze laufen lassen, früh ins Bett, weil der, weil der Taxifahrer holt uns hier morgen um 7 Uhr ab, der uns dann nach Thessaloniki wieder zum Flughafen fährt und dann jetzt ob nach Gölle. Und tschüss.